und willkommen zum dritten Teil in der Asura-Videoreihe von der Guild Wars 3 Beta-Event-Videoreihe. Wo wollte ich mit dem Satz hin? Egal, weiter mit in Asura auf jeden Fall, nachdem ich im letzten Video das Tutorial und einen kleinen Teil von der Welt schon gezeigt habe, wie zum Beispiel die Aussichtsplattform und so ein Quatsch. Gehen wir jetzt mal raus und ich erkläre, wie das dynamische Questsystem funktioniert. Auf der ganzen Karte sind, wie hier, irgendwelche Herzen verteilt. Das sind die sogenannten dynamischen Quests. Das heißt, hier kommt dann, was man machen muss. Experimentiert mit schlafenden Golems. Liefert Daten, macht irgendeinen Scheiß. Das heißt, eigentlich im Zweifelsfall Monster machen, kaputt machen oder irgendwelche Sachen, die rumliegen. Das kann man hier machen. Schaden und Benommenheit. Das heißt, ich kann jetzt auf diesem Golem rumhacken. Sehe ich das richtig? Energiekern instabil. Explosion in 5, 4, 3, 2, 1. Dies war ein Test des Golem-Evakuierungssystems. Sehr schön. Manueller Neustart erforderlich. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ah ja. Was? Okay, ich brauche jetzt einen Werkzeugschlüssel und dann kann ich an diesem Control-Board rumspielen. Ah, jetzt habe ich ihn dann aktiviert, genau, und dann solche Spielereien kann man dann machen. Und so hilft man dann den Leuten, und wenn man den Leuten genug geholfen hat, dann hat man die Quest abgeschlossen und kriegt, je nachdem wie viel man dabei gemacht hat. Nee, gar nicht wahr. Das war bei den wirklich dynamischen Quests. Die kann man nur einmal machen. Und dann sind sie eigentlich abgeschlossen. Quasi ein bisschen, um einen in die Welt reinzubringen, was da so passiert. Und irgendwie dauert mir das jetzt ein bisschen lang. Kann ich das Ding nochmal aktivieren? Nein, toll, muss ich mir was anderes suchen. Wo ist denn hier noch sonst Darf? Nee. Ah. Leistung wird berechnet. Energiekern instabil. Leistung Schaden aktivieren. Systemintegrität. Leistung wird berechnet. Vorne ist noch einer. Kann ich da mit denen rumspielen? Aber ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal. Denn da oben ist noch eine Aussichtsplattform und da will ich hin. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Schon cool, wenn ich hier oben hochlaufen könnte. Ja, ja, ja. Ach, das ist so, glaube ich, der einzige Weg dahin. Warum sonst sollten da solche Plattformen sein? Sehr schön. Gefällt mir. Mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Mehr Technologiekram. Ich muss wirklich sagen, dass mir der Asura-Teil der Welt eigentlich auch echt geil gefällt. Ich mag diese Magie-Technologie-Kacke. Und die Kombination mit dem Rest. Hui. Glück gehabt. Auf die Niederlage zu. Nicht verreckt. Was sollte ich eigentlich machen? Ach ja, ich muss so eine blöde Quest machen. Na toll. Steht ja da oben. Helft den Bewohnern. Na super. Machen wir irgendwas. Ja, aktiviert den Golem. Energiekern instabil. Energiekern instabil. Ist das ein Golem-Helfer? Kann ich mit denen irgendwas machen? Sehr schön. Was habe ich jetzt? Hallo? Wo bin ich? Schaden genommen. Energiekern instabil. Explosion in 5, 4, 3, 2, 1. Dies manuell. Alle Skills durchtesten und dann. Kann ich. Ja, kriege ich dann endlich was? Nee, okay. Jetzt muss ich den Golem wiederbeleben, mit dem ich dann das Experiment durchführen soll. Na super geil. Explosion in 5, 4, Schaden 3, genommen, 2, System. Das ist ja dann nicht ganz so spannend, tut mir leid, ich weiß. Aber bevor ich jetzt noch eine anfange, klicke ich mich lieber eben durch. Aktiviere die Golems. Ist das denn hier? Ah. Ach, da kann man. Warte mal.
Ja, spielen. Warte, Fertigkeitsbank, wenn eine Aktion auswählt. Ermittelt. Zug endet, Fertigkeit, wird voll aufgeladen. Anzugreifen, Ende oder Zug, Dinge, einfach, ja. Okay. Ach, scheiß drauf, ich probiere einfach so. Nach links drehen. Vorwärts bewegen. Warten. Jetzt ist der andere dran, ist das so eine Art Schach, glaube ich. Nach rechts drehen. Nach rechts drehen. Nein, das. Nach links drehen. Ja. Genau, und jetzt angreifen. Hauen kaputt! Bam, bam! Okay, das finde ich cool. Was ist das? Nein, er hat gewonnen. Oh. Okay, das finde ich echt witzig. Golem-Schach. Aber zurück zu den blöden, inaktiven Golems, mit denen ich jetzt Sachen machen muss. Los, ich will mit reden. Jawohl. Bla, bla, bla. Aktivieren. Energiekern instabil. Hopp. Explosion in 5, 4, 3, 2. Einen noch. Oder zwei vielleicht. Explosion in 5. Also da möchte ich ja schon sagen, das ist eine sehr langweilige Quest. Ich hoffe, da kommt dann am Ende so eine... Manueller Neustart. Nee, leider nicht. Schade. Den hätte ich gerne gesagt, dass es nicht so pralle ist, die Quest. Aber bis wir mal machen. Jetzt ist das Herz übrigens ja ausgefüllt. Das heißt, die Quest habe ich abgeschlossen. Ich kann jetzt zwar immer noch da irgendwie mit den Golems rumspielen, aber es bringt mir nichts mehr. Werft einen Blick auf euren Posteingang. Ist jetzt die nächste Aufgabe. Denn man kriegt hier für den Stuff meistens ein bisschen Geld, sondern ein bisschen Bronze. Und irgendwelche Nachrichten. So werden übrigens auch Items verschickt. Es gibt kein Handeln in dem Sinne mehr. Man kriegt einfach Rix. Nee. Ja, hier beim Handelsposten verkaufen. Und man kann die Gegenstände verschicken. Genau das ist es. Gegenstände verschicken an andere Spieler. Kann das nicht mehr mit Lean Grievous 1 so machen, dass man einfach damit handelt. Arbeitet ihr für mich? Finde ich eigentlich auch recht schön, so verhindert man, dass man irgendwie die ganze Zeit angenervt wird. Ja, Stufe 3 sollte ich eigentlich hinkriegen. Auch wenn ich auch nicht Stufe 3 bin. So, meldet euch beim Crewleiter. Was? Ach nee, weg hieß der. Komischer Such aus, wie was eins, ich wollte doch gerade sagen. Endlich seid ihr hier! Wir mussten unseren Platz in der Schlange aufgeben. Jetzt steht das Kolleg der Synergetik hinter Dynamik, Statik und Inquestur. Das bedeutet doch nur, dass sie sich das Beste für den Schluss aufgespart haben. Unser Interraum-Translokator ist eindeutig der diesjährige Sieger. Hoffen wir es. Vergesst nicht, dass Soja eine Synergetik-Alumna, Gründerin und Mitjurorin der Veranstaltung ist. Sie wird uns gegenüber besonders kritisch sein. Gehen wir es nochmal durch. Ich bediene den Translokator, plaudere mit den Juroren, erkläre, wie genial der Translokator ist und... Dann? Dann schießt ihr damit auf mich. Ich bin mit dem Gerät und dem Teleportiertwerden vertraut, also werde ich wohl am wenigsten wahrscheinlich mein Frühstück vor den Juroren verteilen. Ha, genau. Ihr erscheint in einem Lichtblitz elektrifizierter Genialität. Wir beweisen, dass Teleportation auch ohne Empfangsportal möglich ist. Und der Snuff-Preis ist unser. Brillant. Ich stelle mir schon die Gesichter der Preisrichter vor. Im Moment, Crewmitglied Pole, schauen Sie nur gelangweilt rein. Sie warten auf uns. Also, verblüffen wir Sie. Snuffpreis, wir kommen! Ich will ja nichts ja, stören. Euer schwebender Ratskreisel ist sehr schön. Ich bitte um euer Gehör. Hui! Voila! Teleportation ohne Empfänger. Man beachte, dass mein Assistent völlig unversehrt ist. Gute Arbeit, Wart. Euer Assistent hat mich schon zum zweiten Mal beeindruckt. Genau, ich bin einfach gestanden. Krass, ihr wie gut. Ihr schmückt euch mit fremden Federn. Der Teleporter ist Eigentum der Inquestur. Rückt ihn heraus. Was? Niemals. Das ist die Erfindung meiner Crew. Und wir sterben lieber, als dass ihr sie bekommt. Tun wir? Ja, tun wir. Wie gut, dass ihr das sagt.
Inquestur, ihr habt die Plagiatoren gehört. Tötet sie! What the fuck? Was sind das für Typen? Die gehen aber gar nicht klar. So, jetzt hier, das übrigens das Wiederbeleben. Wie es jede Klasse kann, einfach nebenknien und wiederbelebt. Oh Mann. Eigentlich hätte ich, glaube ich, viel lieber die anderen Typen fertig machen sollen. Aber naja. Mal eben heilen. Zack. Ah, jetzt kommen auch noch die Golems. Was ich eigentlich eben sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die versucht haben, die ja sogar wirklich möglichst lächerlich dastehen zu lassen. Snuff-Preis. Wirklich. Es ist entschieden. Hiermit verleihe ich Vark und seiner Crew den diesjährigen Snuff-Preis. Auf keinen Fall! Das Gerät stammt aus der Inquesturforschung. Das kann ich belegen. Das ist eine enorme Anschuldigung. Wir werden das überprüfen. Aber in der Zwischenzeit, die Entscheidung steht. Allerdings erhält die Inquestur aufgrund der vorliegenden Beweise ihr Eigentum zurück. Nach der Untersuchung durch den Rat werden Schuld und Verdienst denen zugewiesen, die sie verdienen. Hä? Was sind denn das für Kackbratzen? Ich glaube, es hackt. So, mit wem soll ich reden? Mit ihr. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Na, dann leg mal los. Das ist ein Skandal! Wie konnte der Rat nur eine Inquesturlaus einem Genie wie mir vorziehen? Unter solchen Umständen steht uns nicht einmal der Titel Snuffdenker zu! Ich werde nicht in die Geschichte eingehen als der einzige Snuff-Preisträger mit einer Fußnote. Das verlangt nach einem sehr strengen Protestbrief. Spart euch die Tinte, Vark. Flax und Theo arbeiten eindeutig zusammen. Und ich werde sie nicht Snuffs Andenken beschmutzen lassen. Snuff! Soja hat recht. Der Rat hat den Einwand verdächtig schnell angenommen und unseren Translokator preisgegeben. Dieses Schmierentheater war abgekartet. Was bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor sie ihre Entscheidung und damit unseren Sieg zurücknehmen und der Inquestur den Snuff-Preis verleihen. Wir sollten es ihnen heimzahlen. Holen wir uns unseren Teleporter zurück, bevor sie uns das Recht dazu nehmen. Nein. Audio. Ich bin dabei. Das wird hart, aber es geht auch mich an. Und wenn ich den Translokator wieder beschaffe, lasst ihr mich vielleicht mit dem Kanalisationsvorfall in Ruhe. Dann mal los. Ihr ermittelt ihre Position mit dem Peilgerät und wir fangen sie ab, bevor sie den Translokator in einem ihrer Labore wegschließen können. Ich muss noch Vorbereitungen treffen und Verbündete aktivieren. Wir treffen uns auf der Straße. Spaß hatte ich eigentlich, obwohl, doch, wie sie Snuff gesagt haben. Es war zu gut. Ja, die Geschichte fand ich eigentlich recht, so. Charaktere gingen auch. Mal schauen. So, Handschuhe, Vitalitätsfähigkeit oder Kraft. Kraft macht mehr Schaden. Wir mögen Schaden. Wir nehmen mal das. So. Instanz verlassen. Weiter im Text. Ich denke, eine Mission mache ich noch. Dann werde ich auch das Quest-Dingen. Ja, wir sind wieder in der Überlauf-Geschichte. Dann werde ich den Quest-Bereich beenden. Und nochmal ein bisschen weiter nach draußen gehen und ein bisschen was von der Welt zeigen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Da vorne, okay. Ach, dann mache ich das einfach jetzt noch mit rein. Ich denke mal, das passt schon. Vielleicht treffen wir dann auch so ein schönes dynamisches Event. Was ist das für ein Geräusch? Oh. Ein Dschungelwurm. Ich biete euch eine Gelegenheit, die ihr sicher nicht versäumen wollt. Loch jetzt entdeckt. Wow, ich habe ein Loch entdeckt. Wieso ist der unsichtbar? Fertig. Schon besser.
Jawohl. Bam, Level up. Ha. Nice. Zustand besser. Was ist das jetzt? Beim Schauerring. Ah, und ich weiche gleichzeitig aus. Okay, das ist nett. Gleichzeitig ausweichen und angreifen. Nehme ich. So, wo komme ich jetzt hier hin? Um den Außenposten die Sehenswürdigkeit anzuzeigen. Jawohl. Vorne ist noch eine Fertigkeitenquest. Ich denke, die kann man mal machen. Mal schauen. Wahrscheinlich muss ich ihn dafür kämpfen oder so. Muss morgen nicht umherziehen. Okay, ja, muss ich. Dann machen wir doch mal. Was haben wir hier freigeschaltet? Ah, okay. Das dann nicht, die Leute. Greift der überhaupt an? Ja, geht doch. Ich wollte mich schon beschweren. Aber ich frage mich gerade, wie ich hier Klone mache als also mit dem Schwert. So ein bisschen Messmer. Also hat das ja nicht allzu viel zu tun im Moment. Ich schlag ja eigentlich nur mit dem Schwert drauf. So, Herausforderung, jawohl. Weiter Stufe Gold. Ah, noch mehr Hackett. Nee, Hüleck. Rüstung verbessert. Schon wieder so ein Viech. Die können doch nicht einfach unsichtbar langlaufen. Egal, wir wollen ja die Quest weitermachen. Auf und auf A. Da vorne geht's also weiter. Level 5 Dschungeleber. Ja, nee, ist klar. Und Stufe 4, ja. Eigentlich ist es ein bisschen gedacht, dass man mehr die Gebiete ein bisschen erkundet und dadurch auflevelt und dann erst die Geschichte weitermacht, aber die Zeit habe ich nicht. Initiiere Tarnprotokoll. Bitte? Getarnter Golem wäre natürlich geil. Ich finde, der sieht echt cool aus übrigens. Im Gegensatz zu den anderen Golems. Willkommen bei der Überfallgruppe. Die Inquestur müsste jeden Moment vorbeikommen. Ich bin ganz wild darauf, der Inquestur die Ohrläppchen anzutackern. Gibt's irgendwelche Feinheiten zu beachten? Klar. Wir hauen sie fein in die Visage, knacken fein ihre Golems und holen uns wieder, was sie geklaut haben. Meister Funkel hier ist Meister solcher Feinheiten. Fein genug für meinen Geschmack. Genau das, was sie verdienen. Aha. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das ohne Gewalt zu lösen? Hallo? Leute? Ach, was soll's. Man darf ja wohl noch hoffen. Oh, es ist der Comic Relief, Azura. Wo ist die Karawane? Ach, da kommt sie. Da hinten. Ich hab keinen Bock zu warnen, ich renne einfach mal hin und mach die so platt. Ja, er hat das Portal-Dingen. Hallo, ich hau dich jetzt zu Klump. Ah, ruft ein Klon herbei. Oh Gott. Mir bleibt nicht viel Zeit. Hallo? Heilen? Heil dich? Heil dich? Danke. Ja. Wunderbar. Ach, über Gras. Ich bin nahezu unbesiegbar. Juhu! So, wir haben den Teleporter wieder. What? Ach, unter Wasser sind die, okay. Kann jetzt auch nicht schwimmen in Gelos 2. Nein, wir sind angekettet. Also, was haben wir denn da? Patentverletzung? Also im Sinne von, mein Patent verletzt euch gleich? Ich wusste, dass ihr Verlierer versuchen würdet, den Interraum-Translokator zu stehlen. Deshalb habe ich euch eine Falle gestellt. Und ihr seid reingetappt, weil ihr dumm seid. Wie habt ihr Ratsmitglied Flachs umgedreht? Erpressung? Bestechung? Oder habt ihr ihm nur Angst gemacht? Wenn wir diesen Sumpf hier auffliegen lassen, werdet ihr dafür bezahlen. Ja, und in der Zwischenzeit treten wir euch so hart in den Popo, dass ihr ihn als Mütze tragt. Richtig.
richtig, Meister Funkel? Was? Korrekt. Bereit machen zum Anlegen der Po-Mütze. Oh ja, ja, sehr bedrohlich. Ich schlottere förmlich vor Angst. So sehr, dass ich euch Restmüllbröckchen kaum wegfegen kann. Etwa so. So, Nummer 1. Ab in den Käfig mit dir, Nummer 2. Dich werden wir jetzt erstmal nett zählen. Weiter mit Nummer 3. Moment, da fängt was an zu qualmen. Hä? Ah, okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns über eine Fehlfunktion freuen. Wir sollten wahrscheinlich in einem Vulkan rauskommen. Oder in der Kanalisation. Wieder mal. Hey. Okay, aber ich finde, die Geschichte entwickelt sich doch recht nett. Bewegt euch lieber. Aber es zeigt sich mir, dass sie da sogar wirklich bewusst schlecht machen wollen. Glaube ich. Ich meine, wir treten euch in den Popo. Wirklich. Klingt ja schon ein bisschen lächerlich. Aber nein. Schlange! Kleintiere. Ah ja. Seltsam. Ist das da hinten, Meister Funkel? Ich wollte ihn schon immer mal zerlegen und ihm auf den Grund gehen. Stirb, stirb, stirb! Hä? Ach so, das war Sehenswürdigkeit. Dachte schon. Zack. Eine schwerende Glühpistole, okay. Nein, Meister Funkel. Oh nein, Meister Funkel. Da muss ich aber einiges reparieren und polieren, bevor du den Namen wieder verdienst. Ja, ich belebe ihn einfach mal wieder. Willkommen zurück, Meister Funkel. Ich muss wissen, was passiert ist. Wo ist Soja? Derzeit unzureichende Daten. Analyse. Da. Ich habe Sojas Peilsignal geortet. Sie ist im Inquestur-Labor in der Provinz Metrika. Wenn Soja dort ist, ist dort auch Theo. Und für Theo hätte ich ein paar treffende Worte und noch treffendere Fausthiebe. Auf geht's, Meister Funkel. Jetzt holen wir Soja raus. Geht zurück zum Laborpol. Dort seid ihr sicher. Grabt ein wenig herum und versucht etwas zu finden, was uns weiterhilft. Endlich eine Aufgabe, bei der man weder schlagen muss, noch geschlagen wird. Verfluchter Pazifist! Ach, abbrechen. Habe jetzt keine Lust, das zu bewerten. Jetzt nehmen wir Kraft, Vitalität, Zähigkeit. Ach, ich nehme Vitalität. Und raus. Ja, aber weil ich euch jetzt nicht spoilern will, wie diese wunderbare Geschichte bei den Asura weitergeht, denke ich, mach erstmal aus. Ich mache auch noch Videos zu den Silvari. Ich bin tot. Sowas von tot. BR und T darf das nicht rauskriegen. Jemand muss mir helfen. Was? Ah, okay. Das ist jetzt sehr gut. Eben noch eine dynamische Quest gefunden. Die einfach mal so irgendwann aufploppt. Völlig zufällig und... Na gut, nicht zufällig, die tauchen halt öfter in denselben Positionen auf. Mal wieder ab und zu. Das heißt, wenn sie irgendwann mal gemacht wurde, kommt dann entweder ein anderes Event oder das ist eine von denen, die immer dieselben sind. Eine rote Blume. Aha. Was sollte ich nochmal machen? Die Schleime irgendwo hinbringen. Ach, egal. Ich beende das Video einfach mal hier. Wie gesagt, ich mache auch noch Silvari. Freut euch da also auch auf ein paar Videos. Eigentlich, ja, ich denke mal, ich mache das ähnlich wie jetzt hier. Darum, wenn es euch gefallen hat, schreibt das in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann, wenn Guild Wars 2 raus ist, ja, ein längeres Let's Play, auch regelmäßig, weil das Spiel hatte ich geplant, länger zu spielen als nur ein paar Tage. Eigentlich wollte ich nichts anderes mehr spielen, die ganze Zeit. Das wird sehr schön. Ja, aber ich sag dann mal, macht's gut, bis zum Silvari-Video und ciao!